Wir haben sie in London gesehen. Reiner Porno, gesungener Porno. Nicht so. Themen. Hart und brutal. Aber dabei sind es doch gar nicht mal die Texte, die sind harmlos, wenn man sie überhaupt versteht. Aber man kriegt kaum ein Wort mit, weil sie so schreit und kreischt. Nein, es ist die Frau. Die ist so fett und so hässlich, dass schon wieder richtig schön ist. Und umwerfend ordinär. Okay, schon überredet. Guck mir ihre Show an. Wann kommt sie? Am 10. Wir gehen nochmal hin. Komm, Silke, mit. Frag sie selbst. Sie ist im Moment zu sehr beschäftigt. Aber weißt du, ich bin ehrlich gespannt. Charme besteht darin, ein Ja als Antwort zu bekommen, ohne die Frage gestellt zu haben. Worin besteht Frechheit? In der Vorwegnahme des Unvermeidlichen. Und was ist unvermeidlich? Der Austausch der Telefonnummer. Man bildet im Kopf die Quersumme. Wenn dann eine bestimmte Zahl herauskommt, dann ist es Liebe. Was ist Ihre Telefonnummer? Was ist Ihre Zahl? 0. 0 ist keine mögliche Quersumme. Das ist ja mein Schicksal. Also gut. Ich habe kein Telefon. Da Sie kein Telefon haben, müssen Sie mich anrufen. Bitte. Und denken Sie an die Hölle. Warum die Hölle? Wissen Sie nicht, was die Hölle ist? Ein Feuer? Falsch. Ein Film. Ein ununterbrochener, sich in aller Ewigkeit wiederholender Film, in dem Ihnen vorgeführt wird, was Sie in Ihrem Leben aus eigener Dummheit alles versäumt haben. So, ich glaube, das langt. Habe ich Sie gestört? Ich habe es nicht wahnsinnig gern, dass man Frauen, die in meiner Begleitung sind, anmacht. Es tut mir leid, das konnte ich ja nicht wissen. Wir gehen. Ihr vielleicht, ich nicht. Du stehst jetzt sofort auf und kommst. Bitte nicht. Nicht hier und nicht jetzt. Dann komm. Hast du bezahlt? Ja. Ist es. Wollen wir noch woanders was trinken? Ich hätte schon Lust. Was mit dir? Meinetwegen. Gehen wir in die Schildkröte. Ah, nee. Habe ich Lokalverbot. Dann gehen wir in Dimpel. Habe ich auch Lokalverbot. Also dann weiß ich eine Kneipe, wo du garantiert noch nicht Lokalverbot hast. Lass hören. Schönfeldstraße 8, dritter Stock. Und es gibt alles, was das Herz begehrt. Und gratis. Einverstanden? Okay, gehen wir zu dir. Ach, und ich muss doch morgen so früh raus. Da weiß ich auch was, du gehst einfach nicht ins Bett. Wer war dieser Typ? Weiß nicht. Er hat dir doch seine Karte gegeben. Ich hab nicht drauf geguckt. Sollst du ihn anrufen? Weshalb gibt einem jemand sonst seine Karte? Weshalb hast du die Karte genommen? Weil ich ein höflicher Mensch bin. Weil du ihn anrufen willst? Bitte fang nicht wieder an. Gib mir die Karte. Nein. Weißt du, du willst ihn anrufen? Ich weiß nicht, ob ich ihn anrufen will oder nicht. Aber ich weiß, dass ich von dir nur eins will, dass du mir einmal vertraust. Sonst ist es aus mit uns. Meine Schlüssel nicht. Komm, guck richtig nach. Nein, ich hab sie nicht. Hast du sie in der Bar verloren? Nein, bestimmt nicht. Sie können nur in meiner Galerie sein. Bist du sicher? Ja, sie können nur da sein. Und ich glaube, ich weiß auch wo. Ich habe da den einen Schlüssel für meinen Schreibtisch gebraucht. Und da habe ich den ganzen Schlüsselbund liegen lassen. Nee, jetzt macht doch nichts, oder? Wir fahren einfach in der Galerie vorbei und holen sie, ja? Aber den Schlüssel von der Galerie, den hast du da, ja? Ja,
Schlaumeier. Hier ist er. Komm, fahr zur Galerie, bitte. Ich bin gleich wieder da. Das dauert. Vielleicht telefoniert sie. Um die Zeit mit wem? Mit jemand, der ihr seine Telefonnummer gegeben hat. Mit wem sonst? Jetzt fängst du auch noch damit an. Komm, komm, komm. Wir kennen Silke. Die macht doch nicht lange rum. Was sie will, das will sie gleich. Das ist doch Unsinn. Sie hat die Visitenkarte nur genommen, weil der Typ sie ihr aufgedrängt hat. Und du möchtest jetzt ein bisschen motzen, oder? Den Hans aufhetzen. Ich finde das wirklich zu albern. Wir vergessen auch nicht Schlüssel an einem Ort, wo man ungestört telefonieren kann, ja? Jetzt hör bitte auf damit. Wo bleibt sie bloß? Hat überhaupt kein Licht angemacht. Jetzt gehe ich rauf und guck nach. Sie ist mit einem stumpfen Gegenstand, wahrscheinlich mit dieser Statue, auf den Schädel geschlagen worden. Einmal, aber mit sehr viel Kraft. Die Schädeldecke ist zertrümmert. Habt ihr was? Die Statue ist abgewischt worden. Oder der Täter trug Handschuhe. Aha. Wie viel Zeit ist vergangen zwischen dem Moment, wo die Frau Frey ins Haus gegangen ist, und dem Moment, wo Sie hier nachgingen? Ich würde sagen, 10 Minuten, höchstens 10 Minuten. Eher weniger. Und als Sie aus dem Auto ausstiegen, da brannte in der Galerie kein Licht. Da sind Sie sicher? Ja, ja, ganz ja, sicher. Und die Haustür ist von Frau Frey aufgeschlossen worden? Ja. Und als Sie raufkamen, da war die Tür zur Galerie offen? Ja. Gut, dann fahren wir. Herr Köster, das ist der Freie, der Ehemann der Toten. Köster, Kriminalpolizei. Sie wissen schon alles, Herr Freie. Ja. Wer hat Sie denn benachrichtigt? Ich. Sie haben Herrn Freie angerufen. Sie waren zu Hause. Mhm. Wo ist denn das? Hotzerstraße. Wie ist das passiert? Offenbar waren Einbrecher in der Galerie. Ihre Frau hat sie überrascht und sie haben sie niedergeschlagen und... Einbrecher? Die Galerie ist doch gesichert. Eine Alarmanlage und 2 Sicherheitsschlösser. Wieso hat die Alarmanlage nicht funktioniert? Unsere Experten sind gerade dabei, das festzustellen. Es sieht aber so aus, als hätten die Einbrecher Schlüssel gehabt und als hätten sie sich auch mit der Alarmanlage gut ausgekannt. Schlüssel? Ausgeschlossen. Schlüssel hatte nur meine Frau und ich. Herr Frey, haben Sie die Bilder abgenommen? Oder Ihre Frau oder die Einbrecher? Ich? Wieso ich? Ich hatte mit der Galerie überhaupt nichts zu tun. Ich habe mein eigenes Geschäft. Eine Möbel- und Antiquitätenhandlung. Nein, nein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass
Meine Frau die Bilder abgenommen hat. Die Ausstellung sollte ja noch 4 Wochen dauern. Ich hatte die Galerie zum letzten Mal betreten, als diese Ausstellung eröffnet wurde. Das war vor einer Woche. Na, ich bin fest überzeugt, die Einbrecher haben die Bilder aus dem Rahmen genommen, um sie besser transportieren zu können, nicht? Würden Sie feststellen, ob Bilder fehlen? Das lässt sich so schnell nicht sagen. Man müsste den Katalog mit den vorhandenen Bildern vergleichen, aber ich kann das ja morgen tun, wenn Sie wollen. Hat Ihre Frau Angestellte, Mitarbeiter? Eine Frau Becker, Charlotte Becker. Die wohnt irgendwo am Arthur-Kutscher-Platz, die Nummer weiß ich nicht. Die war schon seit der Gründung der Galerie dabei, das heißt also seit 3 Jahren. Und ein junges Mädchen, Ines heißt sie, aber von der weiß ich nicht einmal den Familiennamen. Sonst niemand? Sonst niemand, nein. Gibt es eine Putzfrau, die Schlüssel hat? Ja, ich bin überzeugt, dass es eine Putzfrau gibt, aber ich kenne sie nicht. Aber ich bin ebenso überzeugt, dass sie keinen Schlüssel hat. Die Bilder, die Sie hier sehen, sind immerhin fast 1 Million wert. Ja, meine Herrschaften, das wäre im Moment alles, was wir heute Nacht tun können. Ich habe Ihre Namen und Telefonnummern, Adressen. Und wenn ich weitere Fragen habe, dann werde ich auf Sie zukommen. Gute Nacht. Gute Nacht. Ah, guten Tag, Herr Frey. Tag, Herr Köster. Ich habe schon versucht, Sie in Ihrer Wohnung zu erreichen. Sie wissen doch, dass Sie ein Geschäft haben. Ehrlich gesagt, es wundert mich, dass Sie heute im Geschäft sind. So, warum? Sie waren also gestern Nacht in Ihrer Wohnung. Ja, nur sonst hätte mich Wagner nicht erreicht. Natürlich. Und dann sind Sie gleich in die Galerie gefahren. Ja. Ja, wissen Sie, Herr Frey, meine Arbeit hat ihre heiklen Seiten. Einerseits gilt es, einen Mord aufzuklären. Andererseits will man natürlich private Gefühle nicht verletzen. Verstehen Sie, was ich meine? Nein, aber kommen Sie, setzen wir uns doch. Dankeschön. Bitte nehmen Sie Platz. Herr Frey, ich hätte gern gewusst, was Ihre Frau für ein Mensch war und wie Sie zu ihr standen. Wissen Sie, lassen Sie uns bei dem Letzteren beginnen. Wir hatten uns in den letzten Jahren auseinandergelebt in jeder Beziehung. Es fing damit an, dass meine Frau ihr Geschäft hatte, die Galerie, und ich meins. Dann zog sie aus unserer gemeinsamen Wohnung. Sie hatte ihre Wohnung, ich meine. Und dann, wie sollte es anders kommen, hatte sie ihren oder ihre Partner und ich meine. Aber Sie haben sich nicht scheiden lassen? Nein, wir haben uns nicht scheiden lassen. Vielleicht aus Sentimentalität, vielleicht aus alter Anhänglichkeit. Ich habe Silke geheiratet, als sie noch ein halbes Kind war. Sie trägt nicht nur meinen Namen, sondern sie war auch irgendwie mein Geschöpf. Waren Sie finanziell noch miteinander verbunden? Wir haben die Galerie und den Antiquitätenhandel völlig unabhängig geführt, schon aus Steuergründen. Und daraus hat sich zwangsläufig ergeben, dass wir 2 Konten hatten. Wie ging es Ihrer Frau wirtschaftlich? Ich glaube, blendend. Während ich darauf gesetzt habe, kaufte sie neue Sachlichkeit. Falls Sie wissen, was ich meine. Nicht genau. Eine Stilrichtung der 20er und 30er Jahre, ein Stil, der heute immer mehr Anerkennung findet. Oder einfacher gesagt, meine Frau hat sehr billig gekauft und verkauft jetzt sehr teuer. Haben Sie schon festgestellt, ob Bilder fehlen? Ja, wie sollte ich das? Die Galerie ist doch versiegelt. Ja, natürlich. Entschuldigen Sie, ich bin Föhn. Aber die Schlüssel zur Galerie haben Sie noch? Ja, die sind in meiner Wohnung. Ah ja? Gut. Dann danke ich Ihnen schön, Herr Frey. Auf Wiedersehen. Wiedersehen.
Ach, darf ich Ihre Hände mal sehen? Meine Hände, warum? Das ist nur Routine. Es ist alles in Ordnung, Herr Frey. Wiedersehen. Hallo. Hallo. Entschuldigung, aber Sie haben mich vielleicht erschreckt. Ja. Sie sehen direkt ertappt aus. Wieso haben Sie eigentlich einen Schlüssel zu dieser Wohnung? Das sind die, die Frau Frey in der Galerie vergessen hatte, die sie holen wollte und deren wegen sie in gewisser Weise erschlagen wurde. Und woher haben Sie Schlüssel? Von Silke. Und warum haben Sie in der vergangenen Nacht Ihre Schlüssel nicht Frau Frey gegeben? Frau Frey hätte Ihre eigenen gar nicht holen brauchen und es wäre alles nicht passiert. Ich hatte meine Schlüssel nicht dabei. Haben Sie mit Frau Frey zusammengelebt? Nein, ich habe eine eigene Wohnung, aber ich war sehr oft hier. Naja, und jetzt packe ich ein paar Dinge, die mir gehören, zusammen. Ich möchte, dass das alles weg ist, bevor Herr Frey die Wohnung übernimmt. Ich meine, er ist ja wohl jetzt der Erbe. Stehen Sie schlecht mit Herrn Frey? Nein, warum? Weil Sie es so eilig haben, hier aufzuräumen, bevor er kommt. Nein, nein, wir kennen uns zwar nicht sonderlich, aber wir haben nichts gegeneinander. Ja, schließlich habe ich ihn ja gestern Nacht angerufen und verständigt, ne? Wie standen die Eheleute Frey zueinander? Ja, Silke war sehr verschwiegen in diesen Dingen, aber ich habe in letzter Zeit mitbekommen, dass die beiden häufig Streit hatten und es ging um Geld. Naja, Silkes Galerie ging sehr gut und sein Antiquitätenhandel ging wohl nicht so. Ne? Herr Frey hat also Geld von seiner Frau verlangt. Viel Geld? Das weiß ich nicht. Wie geht's Ihnen eigentlich finanziell, wenn Sie die Frage erlauben? Ja, ja, die Frage ist erlaubt. Mir geht's finanziell sehr gut. Ich bin Deutschlands gefragtester Science-Fiction-Autor. Mögen Sie Science-Fiction? Ehrlich gesagt nicht so. Hm, schade. Gibt's irgendeinen Einwand, dass ich meine Sachen mitnehme? Ja, ich möchte die Wohnung zuerst durchsuchen lassen. Vielleicht finden wir einen Hinweis auf den Täter. Es waren Einbrecher. Warum glauben Sie, dass Sie hier einen Hinweis finden? Es waren Einbrecher, Herr Wagner, die kein einziges Schloss aufgebrochen haben. Die hatten zu allen Türen Schlüssel. Zur Eingangstür, zur Haustür, auch zur Türe der Galerie. So wie Sie zu dieser Wohnung. Der Hausmeister hat es mir erzählt, als ich heute Morgen zur Arbeit wollte und vor der versiegelten Tür stand. Ist so furchtbar. Sie sind also die Angestellte von Frau Frey, die Ines heißt.
Ja. Die andere heißt Charlotte Becker? Ja. Also, bis vor einem Monat war Frau Becker noch bei uns. Sie, wie soll ich sagen, also, sie trinkt. Auch während der Arbeitszeit, verstehen Sie? Ja, ja, das verstehe ich. Wieso? Ach, reden Sie nur weiter. Ja. Und das Trinken wurde immer schlimmer. Frau Frey hatte mehrmals Auseinandersetzungen mit Frau Becker. Sie hat ihr verboten, in der Galerie zu trinken. Und dann hat sie wieder erwischt. Frau Becker hatte eine Flasche im Schreibtisch versteckt. Und dann hat Frau Frey sie gefeuert. Fristlos. Und die Frau Becker, die wollte sich das nicht gefallen lassen. Sie hat Klage eingereicht beim Arbeitsgericht, aber die ist abgewiesen worden, weil ich musste bezeugen, dass sie getrunken hatte. Ja. Und da hat Frau Becker uns gedroht. Sie hätte die Galerie mit aufgebaut, hat sie gesagt, von Anfang an. Und sie ließe sich nicht vor die Türe setzen. Sie hätte eine Gewinnbeteiligung mit Frau Frey ausgemacht und nur deshalb wolle Frau Frey sie rauswerfen, jetzt, wo sie große Gewinne mache. Ja. Und sie würde sich ihr Geld schon holen. So oder so. Das hat sie wörtlich gesagt, da war ich dabei. Hatte Frau Becker Schlüssel zur Galerie? Ja. Die hat sie nicht abgegeben. Haben Sie die Adresse von Frau Becker? Charlotte Becker, Arthur Kutscher, Platz 11. Charlotte Becker, Arthur Kutscher, Platz 11. Auch noch eine Frage. Kennen Sie Herrn Wagner? Ja. Wie stand er zu Frau Frey? Warum fragen Sie das? Warum weichen Sie meiner Frage aus? Schließlich war es Herr Wagner, der Frau Frey tot gefunden hat. Oder es zumindest behauptet. Und? Sehen Sie, ich habe die Pflicht, alle Möglichkeiten zu durchdenken. Und deshalb frage ich Sie, wie stand Herr Wagner zu Silke Frey? Gut. Er war Ihr Freund, nicht wahr? Woher soll ich das wissen? Ich habe nicht unter Silkes Bett gelegen. Ich habe von Freundschaft gesprochen, nicht vom Bett. Heuchler. Also? Sie waren seit 2 Jahren befreundet. Er ist sehr nett. Gab es keine Spannungen zwischen den beiden? Hans war schrecklich eifersüchtig. Er hat 3-mal am Tag angerufen, wollte über jeden Schritt Bescheid wissen, den Silke gemacht hat. Hatte er Grund zur Eifersucht? Silke hatte oft Gespräche, Essen, Partys mit Künstlern, nicht wahr? Malern, die wir vertreten. Hans hat da wenig Verständnis für. Und da gab's Streit? Ja. Heftigen Streit? Ja. Und anschließend gab's die Versöhnung. Die war meist noch heftiger. Ich dachte, Sie hätten nicht unterm Bett gelegen. Stellen Sie sich vor, manchmal unterhalten sich Frauen auch miteinander. Klatsch. Vergleichsmaßstäbe. Na, da gibt's aber direktere Möglichkeiten zum Vergleich. Wirklich? Ernsthaft. Es hat vergangenen Abend Streit gegeben. Frau Frey hat sich in einer Bar die Visitenkarte eines Mannes geben lassen. Herr Wagner hat es gesehen und hat ihr deshalb eine Szene gemacht. Woher wissen Sie das? Weil diese Visitenkarte auf dem Schreibtisch der Galerie lag. Und weil ich eben mit dem Besitzer dieser Karte telefoniert habe. Und? Hat Silke in vergangener Nacht angerufen? Das konnte sie nicht, weil der Mann noch über eine Stunde in der Bar war. Aber sie könnte es versucht haben. Dabei hat Wagner sie überrascht, durchgedreht. Ja, Hans ist je zornig. Hat sie schon mal geschlagen. Und die Bilder? Wer hat die Bilder abgenommen? Woher wissen Sie, dass Bilder abgenommen waren? Ich habe mit Tom telefoniert. Ja, das überlege ich auch. Wagner konnte die Bilder in der kurzen Zeit nicht aus den Rahmen nehmen.
Also? Also stellt sich die Frage, ob Frau Frey das am Abend nicht selbst getan hat. Warum sollte sie? Das frage ich Sie. Können Sie sich gar keinen Grund vorstellen? Keinen. Außerdem ist sie mit mir zusammen um 6:30 aus der Galerie gegangen. Ich danke Ihnen, Fräulein. 7:07. Könnte ich auch noch Ihre Telefonnummer haben, Fräulein 7? Wozu? Falls ich noch weitere Fragen habe. Könnte doch sein, oder? Ja, könnte schon sein. Frau Becker, bitte machen Sie auf, Kriminalpolizei. Frau Becker. Frau Becker. Sehen Sie denn nicht, dass ich schlafe? Nein, jetzt sind Sie wach. Köster, Kriminalpolizei. Schämen Sie sich nicht, eine schlafende Frau zu belästigen? Ich habe sie geweckt, aber ich habe sie nicht belästigt. Gibt es eine schlimmere Belästigung, als einen Menschen zu wecken? Ich muss mich mit Ihnen unterhalten, Frau Becker. Sie haben mich jedenfalls belästigt. Ich werde diese Tatsache vor Gericht nicht unerwähnt lassen. Wir werden schon sehen, was Sie davon haben. Ziehen Sie sich an, ich muss Sie verhören. Nur zu. Sie sollen sich was anziehen. Sie hören mich ja. Also verhören Sie mich. Aber verhören Sie sich nicht. Können Sie sich auch mal ausnahmsweise wie ein erwachsener Mensch benehmen? Wissen Sie, was der unerträglichste Tag meines Lebens war? Nein. Mein 30. Geburtstag. Und da habe ich gewusst, dass ich unwiderruflich erwachsen bin. Ich habe 3 Tage lang getrunken. Das ist gut für die Leber. Das ist aber nett, dass Sie das sagen. Frau Becker, was soll denn das? Genieren Sie sich nicht. Ziehen Sie sich aus und kommen Sie in die Wanne. Das ist sehr gastfreundlich von Ihnen, aber es ist mir dienstlich leider nicht gestattet. Spielen Sie immer den Clown, wenn Sie Angst haben? Spielen Sie immer den Vater, wenn Sie etwas erreichen wollen? Ja, einen jugendlichen Liebhaber würde man mir kaum glauben. Machen Sie sich nichts draus. Ich mag ältere Männer. Vielleicht bin ich darum so kindisch. Frau Becker, jetzt hören Sie mal auf mit dieser Witzelei. Es geht um einen Mord. Ein Mord? Wie schrecklich. Das war nicht gut, hm? Aber so ähnlich macht es immer im Kino, die naive Blonde. Ich mag die naive Blonde, ehrlich. Die naive Blonde und den Mann, der nie mit dem Rücken zur Tür sitzt.
Wen mögen Sie? Frau Becker, es geht wirklich um einen Mord. Ich weiß. Silke Frey ist heute Nacht in der Galerie erschlagen worden. Woher wissen Sie denn das? Stand noch gar nicht in der Zeitung. Was schließen Sie daraus? Nur zu, Herr Kommissar. Wozu haben wir Sie Kriminalistik lernen lassen? Es steht noch nicht in der Zeitung, aber ich weiß es. Also? Also bin ich der Mörder. Wo waren Sie heute Nacht? Hier. Ich meine, da. Allein? Sehe ich so aus? Mit wem? Ich schäme mich ein bisschen, das zuzugeben. Es waren nämlich zwei, müssen Sie wissen. Aber da es sich um einen Mordfall handelt... Zwei. Mit dem ersten war ich so um Mitternacht fertig. Dann kam der zweite dran. Wie lange der vorgehalten hat, das kann ich Ihnen leider nicht sagen. Bin nämlich über ihm eingeschlafen. Ich glaube, die beiden liegen völlig geschafft bei meinem Bett. Sie wollen also sagen, dass Sie heute Nacht betrunken waren? Ich bin Alkoholikerin. Ich trinke stetig. Und das ausgiebig. Aber betrunken? Am Morgen trinke ich, damit das Zittern aufhört. Zum Mittag, weil es gut ist für die Verdauung, für den Kreislauf. Abends, weil es alle tun und nachts. Nachts, weil ich Angst habe. Haben Sie auch Angst vor der Nacht? Angst hat jeder. Ich schlafe manchmal schlecht, hole ich mir ein Bier, wenn Sie das meinen. Genau das meine ich. Sie holen sich ein Bier, ich hole mir ein oder zwei Flaschen Whisky. Das ist der ganze Unterschied. Waren Sie heute Nacht in der Galerie Silke Frey? Gehen Sie raus, ich ziehe mich an und dann reden wir ernsthaft, ja? Gut. Ich habe die Galerie aufgebaut. Silke hatte nie die geringste Ahnung von Bildern. Er hat sich allerhand klugscheißerisches Zeugs zusammengelesen. Abstrakte Gegenständlichkeit. Aperspektivischen Perspektivismus. Formale Deformation, solchen Quatsch. Aber ein Bild vor sich haben, hinschauen und sehen, ob es gut ist oder schund, das konnte sie nie. Ich habe eingekauft. Für ein Butterbrot Bilder, die sie jetzt für 10, 20, 30.000 Mark verkauft. Ich wollte dafür 10% Gewinnbeteiligung, mehr nicht. Da hat sie mich hinausgeschmissen. Weil Sie getrunken haben. Oh ja. Ich habe immer getrunken und ich werde weiter trinken. Glauben Sie, damals, als ich die Bilder gekauft habe, die jetzt ein Vermögen wert sind, war ich nüchtern? Nein. Nur damals, da hat sie das Trinken nicht gestört. Aber dann, als es ans Zahlen ging, da war ich plötzlich die Angestellte, die am Arbeitsplatz trinkt und die somit fristlos kündbar war. Ich könnte sie umbringen. Entschuldigung. Stimmt es, dass Sie gesagt haben, Sie würden sich Ihr Geld schon holen, so oder so? Ja, das habe ich gesagt. Was haben Sie gemeint mit so oder so? Nichts. Nichts Konkretes. Es war ein Ausdruck von Wut. Aber Sie müssen doch eine Idee gehabt haben, wie Sie sich das Geld, das Ihnen Ihrer Meinung nach Zustand, holen wollten. Nein, hatte ich nicht. Das war der Grund, weshalb ich so wütend war. Haben Sie noch Schlüssel von der Galerie? Ja. Und Sie wissen, wie man mit Bildern umgeht. Was meinen Sie damit? Na, ich meine, wie man sie rahmt. Und wie man sie aus dem Rahmen rausnimmt. Natürlich weiß ich das. Warum fragen Sie das? Weil der Dieb die Bilder sehr fachmännisch behandelt hat.
Kann ich jetzt gehen? Woher wussten Sie von Silke Freys Ermordung? Eine Putzfrau, sie hat mich am Morgen angerufen. Bitte, kann ich jetzt bitte gehen? Nein, Sie müssen noch bleiben. Ich muss etwas trinken. Wir haben nichts da. Nur ein Bier? Sie sind die Hauptverdächtige. Ich laufe Ihnen nicht weg. Alkohol macht aggressiv. Es wäre nicht das erste Mal, dass jemand unter Alkohol etwas tut, was er nicht wollte. Dann wieder doch wollte, wieder nicht wollte. Und dann tut und dann leugnet. Wenn ich nichts zu trinken kriege, dann gestehe ich Ihnen alles. Für eine Flasche Schnaps. Das wäre sehr unklug von Ihnen, denn dann würden Sie lange keinen Schnaps mehr bekommen. Unklug. Kommen Sie. Na, was meinst du? Schwer zu sagen. Sie wirkt aufrichtig. Andererseits... Ja. Hat die das gemacht? Sie gibt so vieles zu, was sie belastet. Das ist ungewöhnlich. Ja, sie ist ungewöhnlich intelligent. Das könnte eine Masche von ihr sein. Servus. Setzen wir uns bitte. Ein Weißbier bitte. Oh, mögen Sie auch was? Nein, nein, danke. Herr Wagner, ich habe einige Ihrer Bücher gelesen. Oh, ich dachte, Sie mögen keine Science Fiction. Hat es Ihnen gefallen? Sie haben eine Vorliebe für Mordgeschichten. Ich muss gestehen, dass ich mir auch die Zukunft nicht ohne Aggression vorstellen kann und will. Ein häufiges Motiv ist die Eifersucht. Eine sehr menschliche Regung. Herr Wagner, Sie haben in den letzten 3 Wochen 5-mal öffentliche Auseinandersetzungen mit Silke Frey gehabt. Das ist falsch. Es war 7-mal. Sie haben sie bedroht. Ich habe sie geliebt. Ich wollte, dass sie sich scheiden lässt. Ich wollte, dass sie mich heiratet. Und diese Frau, die Sie heiraten wollen, telefoniert hinter einem Kerl her, den sie eine Viertelstunde vorher kennengelernt hat. Tja, ich habe auch die Visitenkarte auf dem Schreibtisch gefunden. Der Mörder muss sie beim Telefonieren überrascht haben. Aber ein Einbrecher hätte sich doch still verhalten. Hätte sie telefonieren und gehen lassen und dann ganz ruhig weitergemacht. Cusio in ihrem Roman Alpha Centauri 2 verhält sich jedenfalls so. Die Situation ist etwas anders, aber gut, ja. Während Hanoi in Lebewohl Stella seine Geliebte tötet, als sie versucht, mit dem Außerirdischen Kontakt aufzunehmen. Weil er erkannt hat, dass sie schon kein Mensch mehr, dass sie schon willenlos zerstört ist. Und die Bilder. Wer hat die Bilder abgehangen? Ja, ja, ich weiß. Aber vielleicht gab es einen Einbrecher, der sich wie ihr Cusio und einen Mörder, der sich wie ihr Hanno verhalten hat. In derselben Nacht? Ja. Ich muss sagen, dass ich mich nicht trauen würde, etwas so Unwahrscheinliches zu schreiben, aber das Leben hat es wahrscheinlich nicht nötig, wahrscheinlich zu sein. Tag, Herr Frey. Sie hatten mich doch gebeten, den Bestand der Bilder zu kontrollieren. Ja. Ja, aber dazu müsste ich erst mal reinkommen, nicht? Ja, wieso? Wir haben doch das Siegel entfernt. Und Sie haben doch die Schlüssel. Ja, die Schlüssel ja. Der obere und der untere passt, aber der mittlere nicht. Dann schauen Sie. Ach, merkwürdig. Versuchen wir mal den Ihrer Frau. Voilà.
Kennen Sie Frau Becker? Ja, natürlich. Sie hat doch für meine Frau gearbeitet. Wissen Sie, warum mir gekündigt wurde? Wurde? Wieso wurde? Ist die nicht von selbst gegangen? Sie haben keine Ahnung, was passiert ist. Nein. Was war denn los mit der Becker? Ich mochte sie, eine sehr tüchtige Frau. Jedenfalls, solange ich noch mit der Galerie zu tun hatte. Sie ist eine Trinkerin. Trinkerin? Mein Gott, sie hat ihr Glas sauber ausgetrunken, wenn Sie das meinen. Und das ist doch kein Kündigungsgrund. Ihre Frau war anderer Ansicht. Das verstehe ich nicht. Sie hat sich dann immer sehr gut mit der Becker verstanden, jedenfalls, soweit ich weiß. Sie hat sich so lange gut mit ihr verstanden, wie die Becker billig für sie eingekauft hat. Als es dann aber ans Verkaufen ging und die Becker wollte ihre vereinbarten Prozente haben, da fanden sie nicht mehr so nett. Sie scheinen ein schlechtes Bild von meiner Frau gewonnen zu haben. Na, sie mochten sie doch auch nicht mehr so sehr gern. Wer sagt das? Sie lebten nicht mehr mit ihr zusammen. Ja, sie war ein schlechter Charakter. Ja, berechnend und unaufrichtig. Aber deshalb musste man sie doch nicht erschlagen, ne? Das Bevölkerungsproblem wäre gelöst, wenn man alle erschlagen würde, die berechnend und unaufrichtig sind. Nun, fehlt was? Von den wichtigen Sachen nicht, ne? Und doch sonst. Ich glaube, es ist alles da, was im Katalog ist. Sie wissen, welche Bilder wichtig sind und welche nicht. Na, hören Sie, ich bin schließlich auch Kunsthändler. Und immerhin, das Geschäft mit der neuen Sachlichkeit war schließlich meine Idee. Dasselbe sagt Frau Becker von sich. Es ist merkwürdig, zwei Fachleute haben die richtigen Ideen und der Dritte verdient das Geld damit. Wundert Sie das? Das soll doch vorkommen. Ja. Gut, dann gebe ich Ihnen die Schlüssel Ihrer Frau zurück. Sie sind ja wohl der Erbe. Die Geschichte mit der Becker geht mir nicht aus dem Kopf. Und Silke hat ihr wirklich gekündigt? Ja, fristlos. Hier, schauen Sie sich das an. An Galerie Streuli, Zürich. An Galerie Christensen, Kopenhagen. An Galerie Nathan, Paris. Und überall dieselbe Frage, wären Sie an neuer Sachlichkeit interessiert? Und zwar nicht auf dem Papier der Galerie Frei, sondern auf Ihrem privaten Briefpapier, Charlotte Becker. Ja, natürlich. Sie war ja auch nicht mehr in der Galerie angestellt, als sie die Briefe geschrieben hat. Aber das ist doch der Beweis. Sie wollte die Bilder stehlen und hat schon eifrig Abnehmer gesucht. Vielleicht wollte sie andere Bilder verkaufen. Welche? In Ihrer Wohnung war kein einziges. Nur diese leeren Röhren und diese Bilderkisten hier für den Transport. Wurden diese Briefe beantwortet? Ja. Hier. Erwarten eine Spezifizierung Ihres Angebots. Und hier bitte ich Sie um nähere Angaben über den Zustand und so weiter. Dann fahr los. Los? Wohin? Wer? Du, ich will wissen, ob sie diese Galerien besucht hat und was sie konkret angeboten hat. Ach, ich vergesse. Das sind die Schlüssel, die wir bei Frau Becker gefunden haben. Ich nehme an, es sind die zur Galerie. Schauen Sie, das ist mein Geschäft. Kaufen und verkaufen. Und das Kaufen kommt zuerst. Und das ist doch nur logisch, nicht wahr? Es ist das viel Schwierigere, das Delikatere. Man nimmt sie zum Beispiel dieses Bild hier, das habe ich in London vorher geworfen. War Frau Becker in Kopenhagen oder nicht? Doch, natürlich. Wir haben uns sogar lange über neue Sachlichkeit unterhalten. Sie verschrieb eine ganze Menge davon. Sie sagte zum Beispiel, die Expressionisten sind nicht so unrecht so geschätzt. Aber die Dinge in ihrer gnadenlosen Dinglichkeit, die Würde des Wirklichen, die ist erst von den Malern der neuen Sachlichkeit gesehen worden. Entschuldigen Sie, aber ich bin nicht nach Kopenhagen geflogen, um mir hier Vorträge über Kunst anzuhören. Ich frage Sie, welche Bilder Frau Becker Ihnen angeboten hat? Angeboten? Nein,
Nein, angeboten hat sie eigentlich nichts. Ja, sie sprach zwar von Karnold und Schrimpf und einigen anderen, aber nein, ein konkretes Bild zu einem konkreten Preis, dazu ist es nicht gekommen. Ist es überhaupt möglich, gestohlene Bilder zu verkaufen? Nun, es gibt immer Liebhaber. An Kunsthändler zu verkaufen? Das ist eine... Eine delikate Frage, ich weiß. Nein, das wollte ich nicht sagen. Es ist ein kaufmännisches Problem. Ein gestohlenes Bild kann man nicht sofort weiterverkaufen, man kann es auch nicht ausstellen. Man muss es für mindestens 5 Jahre im Lager behalten. Das heißt, für mindestens 5 Jahre verzinst sich das investierte Kapital nicht. Hinzu kommt, dass man oft nicht weiß, ob der Gegenstand nach 5 oder mehr Jahren noch so gefragt sein wird, wie er es zur Zeit des Kaufes war. Und drittens ist da noch das moralische Problem. Aber erst drittens. Nun, ich glaube, die Reihenfolge ist von Kunsthändler zu Kunsthändler verschieden. Sie jedenfalls haben Frau Becker abblitzen lassen, als sie Ihnen Bilder unklarer Herkunft anbot. Ja. Frau Becker, Sie waren in Kopenhagen und Zürich und haben dort Verhandlungen über den Verkauf von Bildern der neuen Sachlichkeit geführt. Was waren denn das für Bilder? Ich habe nicht über vorhandene Bilder gesprochen, sondern über die Möglichkeit eines Verkaufs. Ja, ja, ich weiß, aber Sie werden doch nicht nach Kopenhagen und Zürich reisen, nur um über Hirngespinste zu reden. Ich wollte eine eigene Galerie aufmachen. Um was zu verkaufen? Leere Pappröhren? Danke, Frau Becker. Ich hatte durch meine langjährige Arbeit an der Galerie frei gute Kontakte, die ich nutzen wollte. Gute Kontakte? Mhm. Und Schlüssel? Herr Kommissar, ist das Denken an eine Straftat strafbar? Nein, dann wären die meisten im Gefängnis. Also gut, junger forscher Freund. Ich habe mich mit dem Gedanken getragen, mir gewaltsam zu holen, was Silke Frey mir verweigert hat. Ich habe es durchgespielt, hier im Kopf. Falls Sie wissen, was das ist. Ich bin nach Kopenhagen und Zürich gefahren, um die Verkaufsmöglichkeiten der gestohlenen der zu stehlenden Bilder zu eruieren. Ich habe negative Auskünfte erhalten. Überall. Ob diese Abfuhr oder das Sittengesetz mich von der Tat abgehalten hat, das müssen Sie schon meine Sache sein lassen. Und jetzt möchte ich hier raus und etwas trinken. Ja, Frau Becker, Sie können gehen. Der Haftrichter hat Ihre Freilassung eben angeordnet. Danke. Selig sind die Armen im Geiste, denn ihre ist das Himmelreich. Achten Sie auf Ihre Leber, sonst sind Sie auch bald drin im Himmelreich. Wie schön. Warum lassen Sie sie laufen? Glauben Sie ihr? Frau Beckers Schlüssel passen ebenso wenig zu der Galerie wie die von Herrn Frey. Eins der 3 Schlösser ist in der letzten Zeit ausgewechselt worden. Von wem? Ja, das ist es eben. In den Büchern findet sich keine Rechnung von irgendeinem Schlosser. Ja, dann müsste man noch mal Fräulein Sieben fragen. Ich wusste, dass du auf diese glänzende Idee kommen würdest. Sehen Sie, es war doch gut, dass Sie mir Ihre Telefonnummer gegeben haben. Gut? Wozu? Um Ihnen eine Frage zu stellen. Eine dienstliche oder eine private Frage? Danke. Eine dienstliche zuerst. Ich höre. Ist in den letzten Wochen
sagen wir, seit der fristlosen Kündigung von Frau Becker, ein neues Schloss in der Galerie eingebaut worden? Nein. Wieso passten dann weder die Schlüssel von Herrn Frey noch die von Frau Becker? Die Schlüssel passen nicht? Zwei passen, der dritte nicht. Verstehe ich nicht. Haben Sie Schlüssel zur Galerie? Nein. Es muss aber jemand ein neues Schloss eingebaut haben. Können Sie sich nicht vorstellen, wer? Nein. Oder warten Sie mal, da gibt's einen Schlosser, der arbeitet eigentlich viel für Herrn Frey. Und der hat auch mal was bei uns gerichtet. Wissen Sie, wie der Mann heißt? Nein. Aber wir können ja Herrn Frey fragen. Natürlich weiß ich, wen Sie meinen, Fräulein Sieben, die Firma Althammer. Sie haben schon oft für mich Schlösser repariert. Warten Sie, ich suche Ihnen die Adresse raus. Na, da haben wir es ja. Althammer, Türkenstraße 27. Brauchen Sie auch die Telefonnummer? Danke, ich fahre lieber hin. Und grüßen Sie Althammer von mir. Sagen Sie ihm, ich hätte wieder ein paar Sachen für ihn. Er soll sich doch mal melden. Da Sie seine Telefonnummer haben, können Sie ihm das ja auch selbst sagen. Ja, da haben Sie allerdings recht. Ich wünsche Ihnen also viel Erfolg. Danke. Und auch Ihnen, Fräulein Sieben. Heimann, Kriminalpolizei. Ich hätte da eine Frage an Sie. Dann kommen wir wahrscheinlich wegen einem Einbruch. Woher wissen Sie das? Ja, wenn die Polizei zu einem Schloss kommt, ist es immer wegen einem Einbruch. Diesmal war der Einbruch allerdings mit einem Mord verbunden. Frau Frey, ja, ich weiß es. Ich habe es in der Zeitung gelesen. Schreckliche Sache. Haben Sie in der Galerie Frey ein Schloss ausgewechselt? In der Galerie nie. Mit der Galerie habe ich überhaupt nichts zu tun gehabt. Ich habe öfters gearbeitet beim Herrn Frey und ausgeholfen. Das ist nicht der Mann. Ich meine, das ist nicht der Mann, der bei uns den Fensterriegel repariert hat. Der war jünger, so um die 30 und viel kleiner. Dann musst du Wilke gewesen sein. Der ist ungefähr 30 Jahre alt. Der hat viel gemacht für Herrn Frey. Also wie war das, Herr Wilke? Das habe ich Ihnen doch schon alles gesagt. Ja, ja, es wäre gut, wenn Sie es in Gegenwart von Herrn Frey noch mal wiederholen würden. Naja, die Sache war so, der Herr Frey, der hat mir gesagt, dass seine Frau, die wo eine Galerie hat, dass die ein neues Türschloss braucht. Und dann habe ich mich bei ihr gemeldet und das hatte auch alles seine Richtigkeit. Sie hat ein neues Schloss gebraucht, ein Sicherheitsschloss. Und das habe ich dann auch gemacht, an einem Samstagvormittag. Die Frau Frey war selber dabei, weil doch so wertvolle Gemälde in der Galerie sind. Sie hat mich dann auch gleich bezahlt. Ja, das war alles. Und dann? Und dann? Ja, nichts weiter. Sie haben uns aber gesagt, dass es noch ein Nachspiel gab. Ach so. Na ja, das meinen Sie. Ja, der Herr Frey. Entschuldigen Sie, Herr Frey, aber ich muss ja wohl die Wahrheit sagen. Bei der Polizei. Der Herr Frey ist am nächsten Tag zu mir gekommen und hat mich gefragt, ob es zu diesem neuen Schloss einen zweiten Schlüssel gäbe. Ja, ich habe mir nichts dabei gedacht. Schließlich ist ja seine Frau, die Frau Frey. Nicht? Ja, und dann habe ich ihm den zweiten Schlüssel gegeben. Das war alles. Dankeschön, Herr Wege. Bitteschön. Wiedersehen. Herr Frey, Ihren Händen hat man es nicht angesehen. Ich wollte es nicht. Wehtun wollte ich, ja, das. Das wollte ich. Aber das nicht. Aber wer konnte wissen, dass sie nachts in die Galerie kommt? Nachts um eins. Was machst du hier? Das siehst du doch. Ja, aber wozu? Ich meine, mitten in der Nacht wie ein Dieb, wolltest du sagen, ne? Geht dein Geschäft so schlecht? Oh nein, mein Geschäft geht sehr gut.
Und du hast mir abgeraten, als ich die Bilder versichern wollte. Richtig. Du bist ein Dieb. Mein Mann ist ein kleiner Dieb. Und das nur, um mich zu ruinieren. Nur weil du nicht erträgst, dass ich Erfolg habe und dich nicht mehr brauche. Du kannst nicht. Du hast doch nur Glück gehabt. Glück und die Bäcker. Du bist nur eine dumme, ungebildete Hure mit Glück. Und du bist ein Dieb. Ein feines Paar. Ich könnte die Polizei rufen und dich einsperren lassen. Tu's doch. Wozu? Dazu bist du mir nicht wichtig genug. Du warst mir immer gleichgültig. Schon von Anfang an. Aber du warst reich. Und großzügig. Und du hast mich nicht allzu sehr belästigt im Bett. Du hast mir Schmuck gekauft und Pelze und Autos und dann die Galerie. Und jetzt brauche ich dich nicht mehr. Das ist nicht wahr. Du hast mich geliebt, wenigstens am Anfang. Nie. Nicht eine Sekunde. Damals in Taormina. Habe ich mich mit dem Zimmerkellner amüsiert, während du ein Geschenk für mich gekauft hast. Aber Silke, du lügst doch. Ich habe lang genug gelogen. Jetzt will ich nicht mehr. Du fällst mir auf die Nerven. Silke. Silke, ich liebe dich immer noch. Du langweilst mich. Was muss ich dir noch sagen, damit du endlich verschwindest? Soll ich dir aufzählen, mit wem allen ich geschlafen habe? Ja, ich hab dich nur benutzt. Du warst für mich nur ein Trittbrett. Du mit deinem Scheißgeld. Silke, du hast mich erst mal nicht.